Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir was super, super Edles. Und zwar werden wir heute ein richtig cooles Schachbrett bauen. Das hier ist das Holz, was ich selbst mit meiner Motorsägen, mit meinem Motorsägenwerk geschnitten habe. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein kleiner Check, ob es jetzt schon durch ist. Denn wir haben das, glaube ich, Ende letzten Jahres geschnitten. Das heißt, es ist jetzt bald ein Jahr her. Man sagt normalerweise ein Zentimeter, ein Jahr Trocknungszeit. Das hier sind jetzt 2,5 Zentimeter in etwa. Aber die haben jetzt hier auch schon einige Zeit lang in meiner Werkstatt drin gelegen. Und hier ist halt das Klima anders, als wenn es draußen im Freien liegt. Ich habe hier ein paar dünne Bretter. Die werde ich für das Schachbrett benutzen. Die dickeren, die müssen noch ein bisschen liegen bleiben. Ich will nicht zu viel blabbern. Deswegen holen wir jetzt erstmal ein Brett raus, um dass es auch geht. Was mich irgendwie immer so ein bisschen irritiert. Ich habe jetzt hier dieses Brett und ich habe hier ein Holzfeuchtemessgerät. Der sagt mir jetzt 11,8% Holzfeuchte. Aber der sagt mir irgendwie eigentlich relativ oft das Gleiche an Holz, was hier drin liegt. Also das hier weiß ich ja, dass das noch relativ frisch ist, aber ich habe noch anderes Holz. Und zwar habe ich hier noch Holz. Hier zeigt er mir jetzt 13,6% Holzfeuchte an. Das Ding ist halt, das Holz hier ist halt schon 30 Jahre lang trocken oder 30 Jahre lang wird das schon gelagert. Und das liegt halt auch schon die ganze Zeit in einem trockenen Raum, wie jetzt hier. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie man das hier deuten kann. Und genau aus dem Grund hole ich jetzt auch einfach hier eine Bohle. Da weiß ich, okay, wenn das Messgerät hier in dem Fall 12% in etwa angezeigt hat und sie es danach nicht wirklich geworfen hat, dann konnte ich es ruhigen Gewissens benutzen. Ich werde das als erstes mal an den Stirnseiten so ein bisschen Holz wegschneiden, weil ich will wissen, wie weit die Haarrisse ins Material reinlaufen. Sag mal, jetzt suche ich wieder den scheiß Stift oder was? Jetzt haben wir uns hier ein paar schöne Kanteln hergerichtet aus diesem wunderschönen Holz. Und hier ist mir seit langem mal wieder aufgefallen, dass man hier ein bisschen auf die Wuchsrichtung achten musste. Denn wenn man es falsch schon quasi reingeschoben hat, dann hatte man relativ starke Ausrisse. Da konnte man das Teil einmal drehen und dann war die Oberfläche schön. Jetzt müssen wir das einmal in der Mitte teilen. Dafür brauchen wir als erstes mal den Messschieber, um uns die Mitte genau zu markieren. Ich weiß nicht genau, wie dick ich es gehobelt habe. 29, also 14,5. Passt einigermaßen. Ich habe die Teile jetzt gehobelt. Ich habe sie aber nicht alle auf die gleiche Dicke gehobelt, weil ich möchte ja hier diese Zwischenräume mit Epoxy füllen. Und deswegen habe ich jedes zweite Teil quasi 2 mm tiefer, dünner gehobelt, damit hier dann später das Epoxy Platz hat drin zu ruhen. Das müssen wir jetzt auch schon verleimen. Ich muss hier ein paar Teile rumdrehen, damit wir die schönere Seite oben haben. Und wirklich wie jedes Mal benutze ich auch in dem Fall wieder meine guten Rohrschraubzwingen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, falls sie nicht mehr erhältlich sind, euch im der Warteliste einzutragen, wenn ich sehe, dass da genug Anschwung ist, dass halt eben jemand die Rohrschraubzwingen hier möchte, dann wird es auch eventuell irgendwann nochmal geben. Und die Leute, die sich halt dann auch eintragen der Warteliste, bekommen dann halt auch die Info, dass es sie wieder gibt. Ein sehr wichtiger Leimprozess ist das jetzt. Hier soll nicht so viel Leim tatsächlich drauf, weil ich will nicht zu viel Ausquill oder wie man es nennt haben. Und das war natürlich zu viel Holzleim. 23 Jahre alt und ich kriege es immer noch nicht auf die Reihe. Und jetzt schon wieder, ich bin noch blöd oder was? Bin ich zu blöd, um da Leim drauf zu packen? Ich packe mir jetzt hier noch Hölzer dahinter, damit ich mir die Oberfläche nicht so ganz verrammel. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Schauen, dass auch alle schön auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das Leimbild ist echt nicht schlecht geworden. Ich werde jetzt erstmal versuchen, hier den Leim wegzuschaben. Ja, die Bretter haben sich aber schon ein bisschen verschoben. Das liegt halt eben daran, weil das echt so dünne Bretter sind. Da habe ich halt eben einfach ein bisschen mehr Flex. Ach komm, wir schleifen sie. Wir benutzen dafür meine absolute Lieblingsmaschine, und zwar den Anfangsschleifer.
Das ist echt ein Träumchen, wenn man damit Massivholz, Leimholz herstellt. 60er grob vorschleifen, dann mit 150er und es geht direkt so schnell vonstatten. Sag mal, wenn ich noch mehr Platz hätte, würde ich mal eventuell noch einen zweiten Langleitschleifer kaufen, dass ich die Bänder nicht mehr wechseln muss, aber das ist dann ein bisschen größenwahnsinnig, glaube ich. Den Schleifstick, den ihr da gerade gesehen habt, ist von mir. Also ich verkaufe den auf Amazon. Wenn ihr den kauft, ist der von mir. Ich verlinke euch das Teil mal unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir da eine Bewertung geben würdet, wenn ihr euch das Teil holen würdet, würde ich mich extrem freuen. Das wird mir extrem, extrem weiterhelfen. Cooles Teil. Ihr habt ja gerade gesehen, damit mache ich es auch beim Langbandschleifer. Verlängert halt eben einfach die Standzeit von eurem Schleifband enorm, weil ihr den Schleifstaub aus dem Schleifpapier halt eben schön rausholt. Damit benutzt, also dafür benutzt man eben diesen Reinigungsgummi. Als nächstes müssen wir Streifen schneiden. Und zwar müssen die 5 cm breit sein, weil die Kacheln halt eben 5x5 sind. So, hier habe ich jetzt die Schachbrettkanten. Ich werde sie jetzt mal wieder so hier hinlegen, wie wir sie auch geschnitten haben. So liegen sie jetzt und jetzt werden wir einfach mal jeden zweiten drehen. Und wenn ich genau genug gearbeitet habe, dann sollte das auch aufgehen. Und das sieht wirklich sehr cool aus. Ich habe jetzt hier als mal noch Leisten geschnitten, damit ich das Schachbrett später so noch ausrichten kann. Denn das muss natürlich schon ziemlich genau sein, damit die Kacheln nicht sich gegenseitig verschieben. Das stellen wir jetzt alles hoch, denn jetzt kommen wir auch schon zum Leimen. Ich habe jetzt das Teil hier mal ausgespannt, da müssen wir jetzt echt gut aufpassen, weil das relativ instabil ist. Denn hier diese Stirnholz auf Stirnholz Leimverbindungen, die halten halt nichts. Die Stabilität werden wir gleich mittels Epoxidharzschicht herstellen. Ich meine damit nicht hier diese schwarzen Felder, sondern die noch ein bisschen später drauf kommt. Aber damit wir das hier gießen können, müssen wir jetzt erstmal einen Rahmen bauen und das machen wir jetzt. Leider sind meine Rohrstoffzwingen diesmal wirklich zu kurz, deswegen muss ich es auf die alte Art und Weise machen. Das habe ich echt super, super lange nicht mehr gemacht. Bin ich auch echt froh drum, weil das macht nie so viel Laune. Schauen wir mal, ob wir da richtig gearbeitet haben oder ob das doch Fusch ist. Ich habe jetzt nach gefühlten 2 Stunden Ausrichten der Teile jetzt endlich alles fertig ausgerichtet und jetzt werde ich es zusammenleimen. Oh, muss ich jetzt wirklich die große Schraubzwinge holen? Oh Mann, Kacke. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass ich hier dieses Brett erstmal wieder geschliffen habe. Ich habe das von beiden Seiten geschliffen, damit ich einfach mal sehe, okay, wo muss ich eventuell noch ein bisschen nacharbeiten. Und hier hinten mit dieser Rückseite bin ich wirklich mehr als zufrieden. Außerdem müssen wir später hier diese komplette Seite einmal mit Klebeband zukleben, weil hier ein paar Wurmlöcher drin sind und da das Harz dann durchlaufen könnte. Hier wird jetzt schwarzes Epoxy reinkommen, dazu werde ich gleich noch was sagen. Dazu werde ich jetzt was sagen. Das Thema behandle ich ja schon relativ lange, aber in den meisten Fällen ist nicht so viel bei rumgekommen. In den meisten Fällen war es zum Beispiel zu hart zu drechseln, ich habe die Oberfläche nicht schön bekommen und die Pigmente haben auch nicht so mega geil ausgesehen. Und aus dem Grund habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze mit der Firma Timeout zusammen zu machen. Das bedeutet, die haben mir das Material zur Verfügung gestellt. Und da ist einfach der riesen Vorteil, das war auch der Grund, was ich dieser Firma oder dem lieben Michael, mit dem mache ich das ja zusammen, gesagt habe. Ich habe gesagt, hey, ich will das mit euch machen, weil ich will endlich richtig geile Resultate erzielen. Diese ganzen Produkte, die hier stehen, die habe ich nämlich quasi rausgesucht bekommen, genau für den Verwendungszweck, wie ich es halt eben benutzen möchte. Und das ist hier so der kleine Appell an euch. Man kann sich so 0815 Epoxy auf Amazon bestellen, aber
wenn ihr damit wirklich Projekte realisieren wollt, außer erstmal einen Riss zu machen, dann würde ich euch das abraten, weil ich habe es jetzt schon 3 oder 4 Mal auch bestellt und ich habe es nie wirklich verwenden können. Das Zeug steht jetzt immer noch im Regal, weil es dann nicht so genau für den Verwendungszweck, wie ich ihn halt eben gebraucht habe, gepasst hat. Erstmal kurz so zu dem Epoxy an sich. Das hier ist das Screencast. Wo steht es drauf? Ja, das ist Screencast. Das Screencast bedeutet einfach, dass hier bis zu 40% Bio-Anteil enthalten ist. Das ist so der richtige Schritt in die Richtung, in die richtige Richtung. Weil oft kommt ja auch so der Einwand, hey Philipp, du machst Sondermüll, wenn du das Ganze mit Holz zusammengießt und du machst Plastikmüll. Ist okay, wenn man das sagt. Trotzdem finde ich, dass die Projekte, die da rauskommen, einfach mega geil sind. Auf jeden Fall ist das Screencast, da wird schon so ein bisschen die richtige Richtung gegangen. Und eigentlich gibt es so 2 verschiedene Epoxy-Varianten, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Oder die ich halt empfohlen bekommen habe. Was ist der Klassiker? Ganz klar, das sind diese River Table. Jeder kennt sie, jeder holt sich, wie gesagt, hier so einen großen Eimer, nehmen mit Anlauf oder kommen mit Anlauf und füllen das Ganze dann dort rein. Das ist im Prinzip einfach ein Gießharzsystem, was halt eben länger braucht, bis es erstmal quasi erstarrt und es braucht eben länger, bis es wirklich aushärtet. Die Tropfzeit von diesem Epoxy, da habe ich mich jetzt einen ersten Test gemacht, zeige ich dir mal. Das Ganze habe ich vor in etwa 12 oder 14 Stunden gegossen. Hier drin sind so in etwa 18 Grad, also nicht so die optimalen Bedingungen. Und die Tropfzeit, die ist jetzt langsam am Ende. Ihr seht, das ist noch ein bisschen beweglich. Also ich könnte theoretisch jetzt nochmal eine andere Farbe aufgießen, weil jetzt hat man halt eben die Möglichkeit hier mit der Spitze reinzutupfen und jetzt wäre es wirklich höchste Eisenbahn, wenn man noch eine andere Farbe reinpacken möchte. Das ist ein Gießharzsystem, mit dem kann man bis 5 cm dicke gießen. Also grundsätzlich mit den Angaben von der Dauer her, wie lange das braucht zum Trocknen, will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall sind das alles so Werte, wie ich sie halt eben nachgefragt habe, wie sie in etwa aussehen könnten, zum Beispiel wenn ich 5 cm dick gieße, dauert es in etwa eine Woche, bis ich es halt eben schleifen kann, das heißt die Oberfläche staubt, wenn man sie schleift, dann ist das Ganze quasi erstarrt, erhärtet, dass man es halt eben weiter bearbeiten kann. Das ist das erste Gießharzsystem, mit dem man halt eben große Dicken realisieren kann. Und dann habe ich noch ein zweites Gießharzsystem, das ist dieses hier. Das heißt auch schon Surf Clear, das werde ich für das Epoxy, für die Epoxy-Inlays beim Schachbrett jetzt benutzen. Hier ist einfach der Vorteil, dass das für nicht so dicke Dicken gedacht ist. Das ist jetzt, mir wurde gesagt, bis 1 mm, bis 2 mm geht es auch noch. Und wenn ich jetzt 2,5 mm das Ganze gieße, wird es wahrscheinlich auch noch gut hinhauen. Wie gesagt, in meiner Werkstatt geht auch alles ein bisschen langsamer, weil es nicht Wohnungstemperatur hat, sondern ein bisschen kühler. Das verringert diesen Trockenprozess ebenfalls. Wir brauchen jetzt als erstes keinen Verdünner. Wir brauchen als erstes das Surf Clear Evo. Und das passende Härter. Und den passenden Härter, das ist ein 2:1 Mengenverhältnis, das ist bis 1-2 mm, kann man das Ganze benutzen. Dazu brauchen wir jetzt aber noch einen passenden Rührbecher. Da benutze ich jetzt einen kleinen und wir brauchen nicht nur einen, denn wir brauchen 2. Warum, werde ich euch auch gleich sagen. Ansonsten Handschuhe, ganz, ganz wichtig. Die werden wir benutzen und dann werden wir noch Pigmente benutzen. Das Gussbild, was ihr eben gesehen habt, das war goldene Pigmente, mega, mega cool. Ich werde aber jetzt in dem Fall schwarze Pigmente verwenden, das sind in dem Fall Tropfpigmente. Also hier sieht man es nochmal genau, hier sind Wurmlöcher im Holz und die müssen wir auf jeden Fall von unten abkleben. Ich klebe auch hier die komplette Fläche ab, einfach nur, weil mir die Vergangenheit gezeigt hat, dass das Zeug oft durch die kleinste Ritze durchsuppt. Das will ich nicht, deswegen wird es jetzt einmal ab. Das Mischungsverhältnis ist nach Millilitern 2:1 und nach Grammzahl sind es 100 Gramm auf 39 Gramm Härter. Das kann man aber dann immer auf der Verpackung nachlesen. Also, ich gucke, ich mache erstmal 50 Gramm. Jetzt machen wir mal 40 rein. Ich habe jetzt hier ein eckiges Stück Holz zum Anrühren. Das ist einfach besser, dass man halt auch unten in die Ecken reinkommt. Ich habe hier diese runden Rührspatel, die benutze ich aber später, wenn ich die Farbe anrühre. Das Harz gieße ich jetzt hier quasi in mein Ausgussbehältnis. Das mache ich einfach, weil manchmal bleibt so ein bisschen Harz oder Härter hier drin zurück. Und wenn ich das jetzt hier rein kippe, dann habe ich hier nur gut vermengtes Harz drin. 1, 2, 3, 4. Das soll schon wirklich tiefschwarz werden, damit man einen schönen Kontrast auf dem Schachbrett hat. Jetzt vermengen wir das mal. Und jetzt muss ich einfach meine ganzen Felder mit dem Harz befüllen.
Das Epoxy ist jetzt trocken und ich konnte es aber nicht lassen, hinter der Kamera als ein Stück zu schleifen. Aber jetzt schleifen wir das Ganze mit der Kamera fertig. So, das Ganze ist jetzt geschliffen und jetzt kommt noch eine Schicht Epoxy drauf, einfach damit das hier stabiler ist, weil das hier eine reine Stoß-an-Stoß-Verbindung war. Und ich sehe gerade, dass ich besser nicht das Klebeband von unten schon weggemacht hätte. Aber jetzt werden wir uns darum mal noch kümmern. Jetzt mische ich noch einmal das letzte Epoxy an. Ich will so 1 bis 2 mm schichtig oben und etwa drauf bringen, damit das Ganze stabil wird. Dazu brauche ich jetzt 400 Gramm Harz und 156 Gramm Härter. Das sollte sich hier eigentlich ein bisschen selbst ausnivellieren. Ich weiß nur, dass der Boden in die eine Richtung hier so ein bisschen abfällt, deswegen lege ich hinten was unter. Man sieht ja auch so richtig schön, dass das Harz unten drunter, was geschliffen ist, das muss gar nicht so fein geschliffen sein, weil das Harz, was jetzt oben drauf gegossen wird, quasi das nochmal klar macht. Die Löcher noch einmal zuschieben. So, das Schachbrett ist fertig. Es hat jetzt in etwa 3 Schichten Klarlack bekommen und hat jetzt wirklich dann so auch diese wunderschöne Oberfläche bekommen. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.